Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut TV. Ja, heute habe ich etwas zum Auspacken wieder für euch hier mit einer Figur. Eine kleine Figur, eine Figur von NECA. Es ist sehr selten, dass ich jetzt noch sowas bestelle, also eine kleine NECA-Figuren, original verpackt. Durch das besondere Steelbook, was ja ein Geschenk an mich war, habe ich gedacht, nee, komm, das ist so geil, das Steelbook, da wird jetzt ein kleines Vitrinenfach extra für dieses Thema, für den Bereich zur Verfügung gestellt. Ja, habe das Poster in den Hintergrund der Vitrine angebracht, habe das Steelbook schön aufgestellt zum Präsentieren. Ich suche jetzt noch die Mediabooks oder Steelbooks, je nachdem, von My Bloody Valentine, vom Original von 81 und auch das Remake hätte ich gern in der Sammlung mit deutschen Ton. Denn von 1981 habe ich ja das Steelbook jetzt in der Sammlung, welches echt wunderschön ist. Und ich habe gesagt, ey, ich bestelle mir jetzt die Figur dazu, habe was Passendes gefunden von NECA, wie gesagt, hier original verpackt. Kam gestern mit der, kam gestern per DPD ins Haus. Ja, packe ich jetzt gleich für euch aus und dann zeige ich euch auch das eingeräumte Vitrinenfach. Und ich suche jetzt tatsächlich noch, wie gesagt, beide Teile mit deutscher Tonspur im Mediabook oder Steelbook. Wer mir da helfen kann, sehr gerne. Ja, schickt mir einen Link oder wenn ihr es in der Sammlung habt und verkaufen möchtet, gerne an mich richten den Kommentar. Dann setze ich mich mit euch in Kontakt, weil ich habe jetzt echt noch gar nichts gefunden. Ja, ich habe ein bisschen gestöbert, noch nicht explizit, aber schon ein bisschen gestöbert, nichts gefunden. So, ja, das ist die Figur. Und hat ein bisschen Zeug dabei, wie gesagt, ist von NECA, ist ungefähr 20 cm groß, nicht ganz, also wird mit 20 cm deklariert, aber ich glaube, die ist so eher 18, 19 cm, keine Ahnung, hat hier mit was dabei, also auf Englisch steht hinten, includes pickaxe, nail gun, knife and candy heart, also ein Süßigkeitenherz, ein Messer ist dabei, eine Nagelpistole und eine wie nennt man das? Ein Pick, hier dieses Gerät zum Steine abklopfen da, keine Ahnung. Ja, ist alles mit dabei. Werde ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Ja, ich versuche jetzt, ich mache das einfach mal. Ich reiße hier mal ein bisschen an dem Ding rum. Ansonsten habe ich natürlich, bin vorbereitet, habe mein Messerchen dabei. Aber ich probiere das mal jetzt mal so. Ich habe so einen kleinen Anfang, habe ich schon geschafft, ja. Wie gesagt, danach gucken wir uns das Vitrinenfach an. Ich werde mir auch, ich werde mich mal auch schlau machen, ob das da eventuell was in 1:6 gibt oder 1:4 wäre natürlich auch nice. 1:6 habe ich glaube ich auch schon gesehen. Sind meine favorisierten Figurengrößen oder Statuengrößen 1:6, 1:4 und größer. Ja, da bin ich Fan von. Ich werde auch mal gucken, ob ich da vielleicht so eine Life-Size-Maske, also die sollte dann schon relativ filmakkurat etwa daherkommen. Ich gucke mal, ob es da irgendwas gibt, irgendwas Vergleichbares und werde mir da so einen kleinen Bereich schaffen. Ja, da bin ich Fan von, ich finde sowas cool. Und ich muss ehrlich gestehen, das Original, den Originalfilm 81 habe ich noch gar nicht gesehen. Ich kenne nur das Remake. Ja, ja. Und ich glaube, das hier müsste klappen. Ja, weil, wie gesagt, bei NECA ich bin großer NECA-Fan, also nicht falsch verstehen. Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall bei NECA. Aber von diesen kleinen Figuren, da habe ich mich schon von so vielen getrennt. Aber ich finde so für Vitrinenfächer oder um das neben einem Film schön zu präsentieren, bin ich absoluter Fan. Hab auch noch einiges, aber auch schon einiges hergegeben. Wie ihr wisst oder auch nicht, keine Ahnung. Ich habe ja in der letzten Zeit einige Abonnenten gewonnen, die vielleicht neu auf dem Kanal sind. Und ich habe mich schon von vielen Sachen getrennt, wo ich gemeint habe, das passt jetzt nicht mehr ganz zur Sammlung, aber einige Verkäufe oder Hergaben habe ich dann auch schon bereut. Also muss ich schon sagen, ich bin mittlerweile auch wieder sehr großer Fan von solchen Sachen, weil Preis-Leistung stimmt einfach. Ja, ich habe hierfür, habe ich jetzt, was habe ich bezahlt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Was habe ich bezahlt? 40 Euro oder so. Keine Ahnung, 35, 40 Euro. Und finde ich absolut gerechtfertigt den Preis. So, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe sonst immer das Messer benutzt und weil die Verpackung fliegt bei mir weg, nicht falsch verstehen, dass ich das jetzt so vorsichtig mehr oder weniger geöffnet habe. Nee, es ist einfach so möglich durch diese ganzen, ja,
durch den Mechanismus. Es ist eigentlich einfach möglich. Man könnte jetzt sogar noch diese kleine Karte hier irgendwie... Oha. Irgendwie finde ich das jetzt schon wieder geil. Und lustigerweise, das war keine Absicht, ist das auch der Hintergrund von meinem Thumbnail. Das finde ich ja jetzt lustig. War gar keine Absicht. Ich habe das Thumbnail schon vor einiger Zeit gemacht, wo ich das Ding bestellt habe und noch gar nicht im Haus hatte. Ist jetzt lustig. Könnte man theoretisch mit dazustellen irgendwie. Nur das da unten stört ein bisschen, das hier. Ja. Aber ansonsten finde ich das ganz geil. Ja, finde ich ganz cool. So, dann kommen wir zum eigentlichen Unboxing. Es ist ja wieder so, dass diese Figuren relativ gut gesichert sind. Ich meine, das ist jetzt leer, schmeiße ich erstmal auf die Seite. Und dann ist das hier das Ganze. Da muss man jetzt natürlich noch ein bisschen sich ein bisschen Mühe geben, um das Ganze herauszuholen. Wir gucken uns auch gleich alles in der Ego-Perspektive ganz genau an. Wir haben hier diese Pickaxe, ja, also diesen Pickel heißt das, glaube ich, oder? So Ding zum Steineklopfen, jo. Dann haben wir das Herz, dieses Candy Heart, also dieses Süßigkeiten-Herz, so nenne ich es einfach mal. Kann man das aufmachen? Ja, tatsächlich. Und da ist ein echtes Herz drin. Gucken wir uns auch gleich an. Witzig. Also Neka macht da schon geiles Zeug. Ich meine, das ist fast schon unvergleichbar. Man kann das gar nicht vergleichen mit anderen Herstellern. Da geben sie sich wirklich echt Mühe bei so kleinen Sachen. Preis-Leistung ist da auf jeden Fall gegeben. Ist echt super. Ja. Kann man nichts sagen. Kann man wirklich, wirklich nichts sagen. Und hier haben wir dann das Messer. Kommt schon her. Ja, so ein kleiner Dolch. Gucken wir uns auch gleich an. Finde ich aber sehr cool. Finde ich super. Was ich schade finde, bei solchen kleinen Figuren, da sind immer so viele Gimmicks mit dabei, viele Extras. Man hat keine Möglichkeit, das zu präsentieren. Manche Sachen kann man ihm in die Hand drücken. Manche Sachen kann man ihm vielleicht an den Gürtel oder irgendwo hin tun. Aber für den Rest und bei manchen Figuren sind ja extrem viele Sachen dabei, bräuchte ich persönlich irgendwie was, eine Aufbewahrungsbox oder eine Präsentationsmöglichkeit, so heißt es, glaube ich. Weil einfach dazulegen ist manchmal ein bisschen schade, ja, dann wirkt das nicht. So, hier haben wir dann diese Nail Gun, die Nagelpistole, die sieht so aus. Ja, die würde ich jetzt einfach so hinstellen wahrscheinlich, mal gucken. Und dann haben wir den Kollegen hier, ja. Und ohne Witz, ich kenne den Originalfilm nicht, also nicht bewusst. Vielleicht habe ich ihn mal gesehen, vielleicht auch nicht. Aber ich kenne diesen Film tatsächlich nicht. Ja, muss ich unbedingt nachholen. Und das Remake kenne ich, aber auch nicht mehr so richtig. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den nicht mehr in der Sammlung habe. Weil ich habe keine Ahnung, wirklich. Nicht mal die Emery, also gar nichts davon. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den mal hatte. Ich bin mir nicht sicher. Aber geguckt habe ich ihn schon mal. So, also, wir haben ja jetzt die Figur. Wir haben die Figur. Ja, wir haben... Den Rest habt ihr gesehen. Ich wechsle jetzt mal ganz kurz die Perspektive. Wir gucken uns das Ganze von oben an. Und bin aber jetzt schon sehr positiv angetan. Das hat auch einen speziellen Grund, der mir jetzt gerade wieder in den Sinn kommt, warum ich nicht allzu viel Neka zu Hause habe. Mich stören, also viele stehen drauf, mich stören die Bewegungspunkte, vor allen Dingen, wenn sie sichtbar sind. Ich bin eher so der Statuen-Fan. Wenn die Pose dann direkt gefällt, weil sie ja kaum veränderbar ist, dann ist es geil, ja, dann ist die Statue geil und dann sieht die, und die Größe natürlich bei Statuen. Bei so kleinen Sachen ist es natürlich schön für einige, dass man die Position mal ändern kann oder mal was anderes in die Hand reichen kann und so weiter. Ist auch alles verständlich, aber ich bin eher der Typ, Statue geht bei mir vor, am besten groß, so groß wie möglich. Und diese kleinen Figuren sind halt aber cool für die Vitrine oder zum Dazustellen, zum Filmen, passend dazu, passt perfekt, ja. Da sind diese Größen perfekt, weil sie sind etwa so groß wie eine habe ich hier einen Film liegen? Ja, ich habe hier einen Film liegen. Ja. Und wenn ihr dann den Film dazu habt und die Figur dazu, dann sieht das einfach super aus, ja? Also, wenn das jetzt passen würde. Ich stelle das Ding auch gleich ins Vitrinenfach, das werdet ihr gleich sehen, wie das dazu aussieht. Da fehlt dann aber natürlich noch einiges, deswegen habe ich ein relativ großes Vitrinenfach gewählt,
dass der Film dazu steht. Ich brauche ja noch die anderen, also ich brauche das noch in Deutsch und den, das Remake und das Original in Deutsch. Also da werden nachher 3, 4 Filmtitel stehen, diese Figur. Und wenn ich finde, noch eine Life-Size-Maske, das wäre natürlich geil, wenn ich da noch was Passendes finde. Ich habe auch schon gestöbert im Internet, also ich habe zwar Masken gefunden, aber sie würden jetzt nicht zu der passen. Deswegen habe ich davon jetzt erstmal Abstand genommen. Aber ich wechsle jetzt, wie gesagt, mal die Perspektive. Wir gucken uns alles nochmal ganz genau an und dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, hier haben wir jetzt alles vor uns liegen. Also das war der komplette Paketinhalt. Wir haben hier den, den Typen hier, den, wie heißt er denn wieder? Warren, also mir fällt der Name nicht ein. Ja, wie gesagt, es ist kein Film, den ich jetzt so immer groß auf dem Schirm hatte oder so. Ja, das ist, ich habe den auch, also das, wie gesagt, das Remake habe ich mal geschaut, vielleicht zweimal. Mir ist jetzt gar nicht mehr so richtig klar, was da überhaupt passiert. Ich weiß, es ist so ein Slasher à la, ich sag jetzt mal Freitag der 13. oder ähnliches, mit einer coolen Story, ein bisschen blutige Romantik dahinter und ja. Ich wollte einfach diese Figur zum Steelbook dazustellen und ich denke mal, das passt auch perfekt, ja. Ich werde mich natürlich dem Thema noch mehr widmen. Ich werde mich da noch ein bisschen reinsteigern und werde natürlich die Filme nochmal komplett nachholen. Das ist sicher. Aber ich finde es irgendwie fast schade, dass ich die nicht in der Sammlung habe. Also klar, jetzt das andere da, das Steelbook und leider mit einem Regionalcode, dass ich den nicht mal in OV, in Originalsprache schauen kann. Was bei mir aber sowieso nicht viel bringen würde, weil meine Englischkenntnisse sind leider, leider immer noch sehr schlecht. Da arbeite ich dran, aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. So, jetzt zur Figur. Ja, wir gucken uns erstmal die Nebensächlichkeiten an, also das ganze Gimmick, das Zeug, was dabei war. Da fange ich hier mal an bei diesem Pickel, so heißt das Ding, ja. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also finde ich wirklich hervorragend, dass was hier metallisch schimmert, ja, das wirkt wirklich wie Metall. Ich mache mal so, dann sieht man, glaube ich, ein bisschen mehr. Das wirkt wirklich wie Metall. Finde ich sehr hervorragend erarbeitet. Und das Holz wirkt wie Holz, obwohl natürlich alles PVC ist. Und ich finde das Ganze wirklich sehr schön detailliert dargestellt. Sieht wirklich fantastisch aus. Also werde ich ihm auch so in die Hand geben. Ich denke mal, das ist das wichtigste Werkzeug für ihn. Und werde ihm das Teil in die Hand geben. Ja, sieht super erarbeitet aus. Super detailreich. Sieht echt cool aus. Hat auch ein bisschen Gebrauchsspuren am Metall und so weiter. Klasse Ding, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Dann hat er hier noch so ein Dolch, so ein Messer. Was auch wirklich sehr, ich sag jetzt mal, echt aussieht. Das Metall wirkt metallisch und der Griff wirkt PVC-mäßig, aber ist es ja auch sehr schön gemacht, sehr schön gearbeitet und werde ich ihm auch irgendwo mal gucken. Vielleicht hat er da so eine Scheide noch an seinem Gürtel, wo ich das Ding reintun kann. Ansonsten wäre die andere Hand natürlich perfekt prädestiniert dafür, ja. Also, sehr schönes Ding. Dann haben wir hier noch die Nagelpistole, die sieht so aus. Und wie gesagt, da ich die Filme jetzt nicht auswendig kenne und noch nicht so verfolgt habe, sagt mir diese Nagelpistole jetzt erstmal nichts. Sieht auch eher aus wie irgendwie was anderes, weil ich weiß nicht, was da vorne los ist. Ja, dass das jetzt eine Nagelpistole ist, ist mir so gar nicht schlüssig. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, wenn ich das Teil jetzt in die Hand bekommen würde, würde ich denken, ist ein Staubsauger oder ähnliches, aber ja, ist eine Nagelpistole. Jo. Wer die Filme kennt, sagt natürlich, hey, natürlich ist doch klar, das ist in der und der Szene, braucht er die und keine Ahnung. Auf jeden Fall auch ein cooles Teil, werde ich aber wahrscheinlich so irgendwie mit dazustellen, also, ja, mal schauen. So, dann haben wir hier noch so ein Candy Heart, also ein Süßigkeitenherz, da sind meistens Pralinen drin oder so, ja, und das ist auch wirklich sehr schön gemacht mit dieser, seht ihr die Farbe? Es ist nicht einfach einfarbig, sondern man hat sich hier wirklich die Mühe bei Neca gemacht, das Ganze mehrfarbig zu gestalten. Da rede ich nicht nur von diesem aufgesetzten Ding hier mit der Schleife und der ganzen Blumengeschichte, sondern auch das Herz ist
außen dunkler als innen. Ja, das hat wirklich auch so einen Schimmer, so einen Seidenglanz. Gefällt mir wirklich hervorragend. Sehr geil gearbeitet. Deswegen sage ich, Neka macht da wirklich viel, viel richtig. Und ich bin da der Meinung, Preis-Leistungs-Verhältnis ist Neka ganz weit oben oder Spitzenreiter, würde ich fast schon sagen, in der Actionfiguren-Szene. Ja, da kommt lange nichts, bevor dann andere Hersteller wie Mezco und Co. kommen, ja, McFarlane Toys oder so weiter. Nee, und so weiter heißt's. Nika ist da wirklich Spitzenreiter. So, wenn man das Ganze öffnet, was auch nochmal ein Highlight ist, dann seht ihr da ein echtes Herz, ein blutiges Herz herausgeschnitten. Und ist natürlich auch ein geiler Effekt, ja. Das könnte man jetzt irgendwie so präsentieren, dass das Ganze hier so geöffnet in der Vitrine liegt. Wahrscheinlich mache ich das sogar. Mal schauen. Ja, deswegen sage ich auch immer, solche Präsentationsmöglichkeiten fehlen mir hier auf jeden Fall bei diesen Figuren. Ja? Man könnte das Ganze hier ein bisschen aufbahren, auf so einem Altar mäßig. So. Wisst ihr, was ich meine? So ein kleines Ding noch mit dabei, wo das Ganze vielleicht sogar magnetisch haftet oder so. Das würde mir gefallen, weil, ja, wenn die Figur dann nachher steht und das Ding liegt dann dabei, dann wirkt das nicht so sehr, als würde das jetzt erhöht irgendwo dastehen. Aber man hat ja genug Möglichkeiten, man kann da auch ein bisschen kreativ werden. Man hat Möglichkeiten, man hat immer Möglichkeiten, aber ich bin der Meinung, bei einer 40-Euro-Figur oder so, da ist das schon in Ordnung, wenn da überhaupt was dabei ist. Ja, dann finde ich das cool. Ich würde aber lieber 50 oder 60 € bezahlen und da wäre noch was dabei, um das Ganze sogar noch schöner präsentieren zu können, weil ich habe auch so viele Figuren gehabt oder habe sie noch, wo ich das Zeug dann lieber im Karton lasse und verstaue, bevor es wegkommt, anstatt dazu zu stellen, weil man die Präsentationsmöglichkeit nicht hat. Ja, also da finde ich schon, bin ich schon, ich lege das alles mal hier zur Seite. Ja, das ist hier das Zeug. Und jetzt kommen wir zur Figur. Ich finde halt, diesen Figuren, vor allen Dingen, ihr müsst überlegen, das sind echte Stoffklamotten. Ja, und klar, bei dieser Figur sieht man die Gelenke nicht, weil er halt komplett angezogen ist und die Handschuhe, Schuhe und alles Mögliche sogar eine Maske trägt. Von dem her ist das hier sehr einfach, ja. Ich sag jetzt mal einfach, zu bewerkstelligen, dass man die Gelenkpunkte nicht sieht. Ja, den Kragen müsste man ein bisschen richten, aber das ist ja egal. Der soll ja ein bisschen fettig aussehen, finde ich auch okay. Ich hätte jetzt die Klamotten hätte ich mir jetzt noch ein bisschen schmutziger gewünscht, weil der kommt direkt aus der Kohlengrube und die Maske sieht auch ein bisschen sadomaso aus, aber ja, ist halt, denke ich mal, ist ja der von 81 und nicht vom Remake, ja, also von dem her alles gut. So, ja, wir haben hier schöne fette Stiefel, wir haben Handschuhe, die wirklich so gummimäßig aussehen oder Latex, keine Ahnung, was das ist, und die Maske, wir haben hier den Schlauch zu dem Gerät hin, ja, alles cool. Beweglich ist der auch, allerdings muss ich sagen, die sind sehr starr, die Gelenke. Also mehr als so geht nicht. Mehr als nach hinten geht es ein bisschen, nach vorne geht es ein bisschen, mehr geht da nicht. Muss er aber auch nicht, sage ich jetzt mal. Also für mich persönlich nicht. Die Beine gehen ein bisschen auseinander. Ja, ich bin aber immer der Meinung, es sind zwar Actionfiguren theoretisch gesehen spielbar, also man könnte damit halalala, aber ist es ja nicht. Das sind Sammelfiguren. Es steht auch ganz deutlich, das zeige ich euch auch mal, es steht auch ganz deutlich auf der Verpackung, steht, das will ich euch zeigen, Leute, weil ich habe das vorhin gesehen und ich möchte euch das zeigen. Oh Gott, wo war das wieder? Ah, das war irgend so ein. Es war irgend so ein Aufkleber. Da stand, dass das kein Spielzeug ist. Hier seht ihr nochmal den Flyer oder die Karte, die dahinter steckte, die ich übrigens auch sehr cool finde. Ich habe ja immer nur das hier gesehen, fand ich schon schön, ja. Aber das hier sieht natürlich extrem geil aus. Ist genau das Artwork, was ich hier für meinen Thumbnail benutzt habe. Und ja, hier ist so eine Alterswarnung. Ab 17 in Amiland, also in USA, ab 17. Bei uns werden die Dinger, glaube ich, ja, auch so, ja, man muss ein gewisses Alter erreicht haben, um das Ganze. Aber wenn einer in den Laden geht, also ein 7-Jähriger und will das Ding kaufen, kriegt er das natürlich, ja, weil das ist ja kein, das ist Spielzeug am Ende des Tages, obwohl da steht, es ist kein Spielzeug. Aber für mich persönlich ist es schon ein Sammlerobjekt, aber es hat halt verschluckbare Kleinteile, deswegen ist natürlich besonders in den USA
wird darauf hingewiesen, nicht für Kinder, weil die stecken sich das Ding ins Ohr oder in die Nase oder sonst wohin und dann ist schade, ja, dann kommt der Anwalt, dann geht's vor das Gericht und dann kriegen die Eltern dann 5 Millionen Euro, weil ihr Kind ein Spielzeugmesser irgendwo drin hat. Keine Ahnung, ja. Da ist natürlich Deutschland ein bisschen anders gepolt. Und die Dinger sind natürlich frei verkäuflich, ja. Da gibt es keine Altersbeschränkung oder so. Ja, auf jeden Fall eine schöne Figur, bisschen beweglich. Ich brauch's jetzt nicht. Also ich brauche diese Bewegungspunkte, diese Joint Balls oder wie die heißen, ja. Da gibt's andere Unboxer, die so Kleinigkeiten öfters mal an. Ich wüsste jetzt keinen, ich könnte jetzt keinen nennen, aber es gibt die auf jeden Fall. Und ja, ich werde ihm natürlich nachher das Spielzeug hier oder das Zeug in irgendwo hin tun, sodass er das hält, ja. Also vielleicht kriege ich es auch hin, dass er hier, weil so ein Ding ist ein Gerät, was man für beide Hände, ja, ist das gedacht, ja. Und da arbeitet man nicht mit einer Hand. Da würde ich ihm das Ding irgendwie so in die Hände tun. Und den Rest würde ich ihm einfach beilegen, außer das Messer. Da gucke ich mal, ob er im Gürtel noch ein bisschen Platz hat dafür. Ja, finde ich irgendwas. Ja, mal schauen. Und den Rest tue ich ihm da beilegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Teil in der Vitrine habe. Jo, genau. Aber ein schönes Teil auf jeden Fall. Schönes Teil. Sehr schön gemacht. Necker, Applaus. Ja, und dann, wie gesagt, bis gleich. So, ja. Jetzt steht die Figur in dem Vitrinenfach neben dem Steelbook und ich denke mal, das passt wie Arsch auf Eimer. Das sieht richtig gut aus. Ja, ich freue mich über noch mehr Merchandise und natürlich die Filme beide im Deutschton, nicht im Originalton, im Deutschton. Wer mir da helfen kann, sehr, sehr gerne. Aber ansonsten sieht die Figur neben dem Steelbook natürlich schon optimal geil präsentiert aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich alles richtig gemacht und auch richtig gedacht. Sie ist sogar ein bisschen größer als das Steelbook. Das sieht sehr geil aus. Mir gefällt's. Wie gefällt's euch? Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Also ich persönlich bin begeistert. Also NECA macht da vieles richtig, auf jeden Fall. NECA ist, was das angeht, die beste und erste Wahl für mich persönlich, um seine Sammlung, seine Filmsammlung aufzuwerten. So hat's bei uns auch begonnen. Also jeder, der anfängt mit dem Sammeln, mit dem Figurensammeln, dem würde ich sogar raten, fangt bei NECA an. Nicht gleich, oder, ja, man kann natürlich auch sagen, oder direkt das fette Zeug, wenn euch das mehr Spaß macht und ihr ein bisschen Kohle habt oder so. Klar, das fette Zeug überzeugt natürlich auch richtig geil, aber NECA ist preis-leistungsverhältnismäßig auf jeden Fall geil vorne dabei. Und gerade für so eine Sammlung, wo man seine Filmsammlung aufwerten möchte, indem man noch ein bisschen Merchandise dazu stellt, da ist NECA natürlich ganz weit oben. Und gerade diese My Bloody Valentine Figur, ich hatte noch nie eine, ich habe auch nie dran gedacht, mir eine zu holen, aber ich bin der Meinung, gerade die Sammlung, mit der ich jetzt gerade, oder dieses Sammelgebiet oder dieses Vitrinenfach, was ich jetzt gerade aufwerten möchte, da passt diese Figur hervorragend rein. Ich werde mir wahrscheinlich noch eine 1:6 Figur irgendwie holen, wenn es das gibt, und wenn nicht, dann guckt man und hält die Augen offen. Eine Life-Size-Maske wäre natürlich geil, ja. Und die Filme in Deutsch, das habe ich auch schon erwähnt, die müssen natürlich auch noch sein. So, dann bin ich auch schon wieder fertig, lange Rede, kurzer Sinn, aber heute habe ich irgendwie Laberflash, so kommt es mir auf jeden Fall vor. Ich weiß nicht, ob es euch so vorkam jetzt in diesem Video, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, ja, schreibt in die Kommentare, was immer ihr möchtet und dann bin ich auf eure Kommentare gespannt. Wer noch kein Abonnent meines Kanals ist, kann das übrigens gern nachholen, kostet ja nichts, ja. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst und dann sehen wir uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder, euer lieber Olli Uncut von Olli Uncut TV. Ciao!